H2Grow, das ultimative Benetzungsmittel für Zierpflanzen. H2Grow ist eine einzigartige Tensidmischung der neuesten Generation speziell für Kultursubstrate. H2Grow nutzt die neueste Technologie zur Maximierung der Wasseraufnahmekapazität von Substraten für eine bessere Befeuchtung, Verteilung und Wiederbefeuchtung selbst bei wasserabweisenden Substratkomponenten. Mit H2Grow schützen Sie Ihre Pflanzen vor Stress und sorgen dafür, dass das Substrat stets wieder Wasser aufnehmen kann. Nützliche Mikroorganismen werden nicht geschädigt. H2Grow sorgt dafür, dass die Pflanzen 100% des Substrates zum Wachsen nutzen können. H2Grow reduziert die Oberflächenspannung und verteilt das Wasser gleichmäßig im gesamten Topf. H2Grow verbessert auch die Drainagefähigkeit des Substrates bei Wasserüberschuss. Die Tensidmischung von H2Grow ermöglicht eine seitliche Verteilung im Wachstumsmedium und sorgt für eine bessere Verfügbarkeit des Wassers im Wurzelbereich der Pflanzen. Trockenstellen werden vermieden, was sich positiv auf das Wurzelwachstum auswirkt. H2Grow ist nicht nur ein Benetzungs- und Penetriermittel, sondern auch das wirksamste Wiederbenetzungsmittel auf dem Markt. Es ist für alle Kulturpflanzenarten einschließlich Baumschulkulturen geeignet. Ein torfreduziertes Wachstumsmedium wurde in 300 ml Töpfe gegeben und gewogen, um die gleiche Menge bei jeder Behandlung sicherzustellen. Die verschiedenen Behandlungsvarianten umfassten eine Variante ohne Benetzungsmittel sowie eine Variante mit H2Grow in flüssiger Form und als Granulat. Die Töpfe wurden wiederholt befeuchtet und wieder ausgetrocknet. Bei jeder Befeuchtung wurden jedem Topf 100 ml Wasser von oben hinzugegeben und es wurde gewartet, bis das Wasser eingesickert war. Danach wurden weitere 50 ml von oben hinzugegeben und wiederum auf das Versickern gewartet. Die Wasseraufnahme wurde berechnet, indem die Töpfe vor und nach der Befeuchtung gewogen wurden. Es wurde so lange gewartet, bis die Töpfe ausgetrocknet waren. Als trocken galt ein Topf in diesem Versuch, wenn kein Gewichtsverlust mehr auftrat. Dieses Schaubild zeigt den durchschnittlichen Wassergehalt pro Topf über drei Befeuchtungs- und Austrocknungszyklen. Die erste Befeuchtung fand auf einem Kultursubstrat direkt aus dem Sack statt, weshalb der anfängliche Feuchtigkeitsgehalt im Vergleich zum zweiten und dritten Durchgang höher war. Bei allen drei Zyklen waren die Vorteile von flüssigem H2Grow offensichtlich. Es wurde mehr Feuchtigkeit im Vergleich zum unbehandelten Wachstumsmedium gespeichert. Das H2Grow-Granulat bot gegenüber dem unbehandelten Wachstumsmedium klare Vorteile bei der zweiten und dritten Befeuchtung. Dieses Schaubild zeigt die durchschnittliche Wasseraufnahme pro Topf bei jeder der drei Befeuchtungen. Mit flüssigem H2Grow verbesserte sich die Wasseraufnahme durchgängig um 41%, 28% bzw. 32% bei der ersten, zweiten und dritten Befeuchtung im Vergleich zum unbehandelten Wachstumsmedium. Somit wurde in dem mit flüssigem H2Grow behandelten Substrat über den gesamten Versuch hinweg 35% mehr Wasser gespeichert als im unbehandelten Substrat. H2Grow Granulat verbesserte die Wasseraufnahme ebenfalls, und zwar um 9%, 50% und 42% im Vergleich zum unbehandelten Substrat. Dies ergibt im Durchschnitt eine zusätzliche Feuchtigkeitsaufnahme von 30% bei jeder erneuten Befeuchtung im Vergleich zum unbehandelten Substrat. Dieses Schaubild zeigt die durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zum Austrocknen nach jeder Befeuchtung. Mit flüssigem H2Grow verlängerte sich die Zeit bis zum vollständigen Austrocknen um 19%, 30% bzw. 32% für den ersten, zweiten und dritten Austrocknungsvorgang im Vergleich zum unbehandelten Substrat. Dies ergibt 25% mehr Zeit bis zum Austrocknen beim mit flüssigem H2Grow behandelten Wachstumsmedium im Vergleich zum unbehandelten Wachstumsmedium. Mit H2Grow Granulat verlängerte sich die Zeit bis zum Austrocknen im Versuch ebenfalls mit um 9%, 37% bzw. 16% längeren Zeiträumen gegenüber dem unbehandelten Substrat. Dies ergibt im Durchschnitt 19% mehr Zeit bis zum Austrocknen im Vergleich zum unbehandelten Substrat.